Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Ja, in der letzten Folge, ich glaube 821, habe ich euch ja eine schöne Möglichkeit gezeigt, um Millionen Damage zu machen, um zu One-Shotten und so weiter. Und in den Folgen zuvor, 816 bis eben 821, habe ich alles so erklärt über die Builds, über die verschiedenen Eskalationsskillungen und so weiter. Also schaut euch das gerne mal an, es ist relativ wichtig, das zu verstehen. Ja, und im heutigen Part zeige ich euch jetzt eine Variante, wo ihr zumindest mal auch sehr, sehr hohen Damage machen könnt und das Ganze nicht ganz so stressig ist. Und ihr könnt auch die Monster One-Shotten. Mit etwas Geduld könnt ihr da auch Millionen Damage machen. Das dauert aber dann schon ganz lange und ihr müsst eventuell auch das Bild ein bisschen umbauen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Varianten reingeschnitten, wie das funktioniert. Und es ist halt super einfach. Die Builds kommen auch noch und so gleich im Video. Ihr müsst nur die Unterstützerzelle Handwerker nehmen. Die Scan-Laterne, klar, ist eh basic, braucht ihr safe, wisst ihr ja aus den Folgen zuvor. Und ihr könnt diese Unterstützer-Handwerkerzelle holen und die einfach die ganze Zeit hier vor euch werfen. Das generiert nämlich Leben bzw. Rüstung, je nachdem, wo ihr da steht. Also wo ihr gesundheitstechnisch steht. Ja, und also einfach vor euch werfen. Vergesst meine Aussage, einfach die Handwerkerzelle vor euch werfen und dann bildet ihr immer weiter halt hier Rüstung und dann müsst ihr zum Gegner hinlaufen und draufballern. Dafür braucht ihr, oder draufschießen, draufschlagen, wie auch immer, geht mit jeder Waffe, seht ihr ja auch hier mit dem Speer zum Beispiel, ich glaube mit dem Hammer habe ich es noch gemacht und so weiter, also geht mit jeder Waffe und mit sehr, sehr viel Geduld könnt ihr euch da, was weiß ich, 100, 200, 300, 400.000, 500.000 Rüstung zusammenfarmen und könnt dann hingehen und könnt einen Hit draufsetzen und dann, wie gesagt, ist da auch Millionen Damage möglich. Es dauert nur etwas länger und ist halt, sage ich mal, ein bisschen leichter, oder ist nicht nur ein bisschen leichter, es ist deutlich leichter als das, was ich euch in der letzten Folge gezeigt habe. Dafür ist es nicht ganz so ertragreich. Hier seht ihr auch nochmal einen 142.000er. Ihr könnt dann halt die Monster relativ easy one-shotten. Dafür wichtig für das Bild ist wirklich eigentlich nur Erde, dann hier die Handwerker-Omnizelle und die Scan-Laterne logischerweise. Und ihr braucht dann im Run das Glück, und das habt ihr meistens in der Frost-SK nach heutigem Stand, diesen Scan-Trotz oder wie Trotz-Stein oder wie das Ding heißt, diese legendäre Fähigkeit dazu ziehen. Die Erdezelle ist hier halt wichtig, weil wir ja die Unterstützer-Omnizelle haben wir natürlich den Bastions-Lab nicht. Oder Slam nicht. Und dafür, wie gesagt, müssen wir dann diesen einfachen Hit machen. Und Erde sorgt ja dafür, dass irgendwie der Schild in Schaden umgewandelt wird. Deswegen der ganze Spaß. Und jo, so geht das halt wunderbar. Geht mega nice klar und macht mega Damage. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist halt, dass man eigentlich nie crittet. Also ich habe da jetzt auch Schnellstart und der ganze Mist da mit drin. Eventuell ist es sogar mit Raubtier und anderen Schadensperks sogar besser, das dann auszuführen. Könnte sein, dass das dann Erde eher beeinflusst als jetzt hier, weil irgendwie kam nie ein Crit zustande. Irgendwie kann anscheinend Erde nicht critten, habe ich noch nie getestet, ist mir jetzt nur bei der Aufnahme hier aufgefallen. Müsste man dann eventuell nochmal ein bisschen umbauen. Also wie gesagt, Raubtier rein und was weiß ich, Berserker, gut, das bringt auch nicht so viel. Irgendwelche Schadenserhöhungen halt mit rein. Und dann halt einen einfachen Hit draufsetzen oder den Angriffsmast noch hinsetzen. Die Tränke natürlich schlucken. Wie gesagt, hier einfach nur den Handwerker vor euch die ganze Zeit hinschmeißen und dann hier einen Hit per Erde ausführen. Und das geht mit jeder Waffe. Und dann könnt ihr da auch ganz easy eigentlich 3, 4, 5, 600.000. Das ist ganz easy möglich. Oder halt auch Millionen Damage dann durchziehen. Die ganzen Behemoths One-Shotten. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe und erklärt habe, für was das alles wichtig ist, für Quests, Nebenquests und so weiter, ist also die sozusagen Easy-Variante, die ein bisschen länger dauert und wo ihr auch ein bisschen rumexperimentieren könnt. Wie gesagt, baut auch gerne mal andere Builds dazu. Ich habe jetzt hier so eher Crit-Builds gebaut, die wahrscheinlich gar nichts bringen. Dann eher vielleicht mal auf Damage-Builds gehen und dann mal gucken, was passiert. Wichtig ist noch die Frost-SK-Skillung, habe ich ja auch ein Video dazu gemacht. Wie gesagt, schaut's euch von 816 beginnend bis jetzt an. Dann habt ihr, was weiß ich, 20, 30 Minuten Videos geschaut, aber wisst ganz genau, was abgeht und was ich da immer so labere. Jo, viel Spaß damit und funktioniert wirklich wunderbar. Super easy, ist glaube ich nicht einmal schief gegangen, funktioniert super einfach und ihr schafft es zumindest mal, selbst wenn ihr nur ganz wenig Rüstung aufbaut,
was weiß ich, halt 80.000, 90.000, 100.000, 200.000 Hits zu machen. Ganz easy. Ja, gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.